Okay, aber der hat mir gar nichts gebracht. Nicht mal Runen. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Genau in der Position, wo wir im letzten Part Juno Hoslo besiegt haben. Falls das verpasst hat, schaut es euch an. Jo, dann machen wir jetzt genau weiter. Genau an dieser Stelle. Da liegt auch noch ein Item. Das holen wir uns mal schnell. Wärmender Stein. Und ein bisschen Fleisch. Sonst nichts. So, was haben wir jetzt hier in der... Was? Ach komm. Geh mir nicht auf den Keks. Genauso. So. Oder zufriedengestellt? Sehr schön. Dann können wir weitermachen. Was würde ich jetzt sagen? Irgendwas mit der Hütte hier. Gucken wir mal in die Hütte rein. Hütte des Erhabenen. Kapuze der Wanderjungfer. Also Rüstung der Wanderjungfer. Die wird bestimmt auch nichts können, oder? Alter, was ich hier an Zeug habe. Da ist er. Kapuze der Wanderjungfer. Die Kapuze einer Wanderjungfer. Jungfern machen sich aus unterschiedlichen Gründen auf die Reise durch das Zwischenland. Manche suchen eine Audienz bei den Fingern, andere den vom Schicksal auserwählten Befleckten, der dringend ihre führende Hand braucht oder bedarf. Gut, die kann also auch nichts. So, haben wir hier noch irgendwo was? Was Verstecktes, was Schickes, was Kleines? Irgendwas für mich. Wahrscheinlich eher nicht. Sieht nicht danach aus. Schade, schade. Okay, wo sind wir map-technisch? Hier kommen wir... Müssten wir da lang, ne? Ja. Hier kommen wir nicht hoch, da kommen wir nur über die Brücke hin. Wir müssen jetzt noch irgendwie zur Brücke kommen. Hier müssen wir ja auch noch irgendwie hin. So, dann kann man da hinten links wahrscheinlich langlaufen und dann hier hoch den Mist machen und dann über die Brücke. Dann machen wir das so. Dann sehen wir uns da hinten gleich wieder. So, da sind wir auch schon. Vielleicht noch einmal rasten und die Flaschenverteilung jetzt auf 10 zu 4 stellen. Ich habe gesagt, dass wir das machen. Und dann geht's jetzt hier hoch. Hä? Bist du denn? Achso, sowas hatten wir schon mal gefunden, ne? Okay, kannst du dir das alles angucken? Okay, da hinten ist also eine Klippe. Also so groß ist es gar nicht. Das hat man nur durch den Schneesturm einfach nicht gesehen. Wir müssen uns also quasi rechts lang halten. Müssen wir uns aber merken. Wenn wir da mal wieder langlaufen. Hier ist wieder so ein Magierturm, da hinten ist eine riesen Schüssel. Cornflakes-Schüssel von Gott. Keine Ahnung. Magierturm, Eldenbaum. Hier sind die Brücken. Eine kaputte Brücke. Okay. Das sieht schon hübsch aus, oder? So, und hier gehen wir jetzt, glaube ich, lang, ne?
Na, da unten müsste die Gnade gewesen sein. Dann jetzt hier hoch. Und dann gab es hier irgendwelche komischen Skelettviecher, glaube ich. Oder Untote. Bedeutet, wir müssten mal wieder die andere Waffe nehmen. Das machen wir auch. Und dann schauen wir uns die Geschichte da oben mal an. Jupp. In der Tat Skelette. Oder Untote. Hau rein. Okay. Der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Falls ich das mal so nebenbei offline gemacht hatte, sage ich euch kurz. Ich habe die Klinge auf plus 23 mittlerweile schon gebracht. Höher geht nicht, zumindest fehlt uns das Material dafür. Eigentlich wollte ich aber eine andere Klinge machen. Oder nehmen, so eine Doppelklinge. Jetzt habe ich die hochgebracht, naja. Arbeiten wir halt mit der weiter. So, und jetzt hier. Sieht sehr karg aus, aber ich will trotzdem nichts verpassen. In irgendeiner Ecke ist bestimmt irgendwo was. Lebenswerte Person? Was? Wo? Wann? Wie? Ja, Mond? Genau, Ausblick voraus. Okay. Ach, das ist die Burg, die wir gesehen haben, ne? Okay. Okay, da kommen wir ja wahrscheinlich sowieso gleich hin. Hier gibt es noch ein paar Skelette. Komm mal her. Hi. Und da wartet das schwache Feind, ja. Die sind wirklich sehr schwach. So, wir haben auch die perfekte Waffe dafür. Vielleicht nicht die beste, aber die perfekte. Schadensartentechnisch. Hey! Was soll denn das? Feigen. Feigen, 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 Feigen. In Bewegung bleiben. Hi. Noch mehr. Okay, Sackgasse. Alter. Voll ins Herz geballert. Ich muss mich da, glaube ich, erstmal wegholen. Sonst nervt er mich hier die ganze Zeit. Alter, da unten ist noch einer, oder was? Alter, zweimal in den Kopf geschossen. Guckt euch an. Voll über Kreuz. Da hinten ist er, der andere. Kleiner Arsch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser heiligen Schaden-Buff auf dem Ding jetzt gestiegen ist, seitdem, also die Dauer gestiegen ist, seitdem ich das geupgradet habe. Kann das sein?
Okay, hier gibt es wirklich nicht viel. Oder es täuscht einfach nur. Auf jeden Fall gibt es ein paar versteckte Schlangen. Ja, nee, ist klar. Boah. Na klar, schieß mir noch deinen Schädel an den Kopf. Langenfall, oh, nett, danke. Die nutze ich ja. Ja, HP regeneriert. Ich dachte gerade, die HP regenerieren nicht. Oh, noch eine Gnade. Nett. Die aktivieren wir aber nur, setzen uns nicht dran. Jetzt müsste ich die alle wieder wegmachen. Oder die nerven mich, wenn ich sie nicht wegmache. Ich habe Lust drauf jetzt. So. Da geht's weiter. Okay, dann müssen wir hier nochmal kurz ein bisschen gucken. Oh, hier schon wieder so ein Mausoleum. Tatsache. Da läuft wieder eins rum. Ich habe noch nicht eins davon gebraucht. Okay, das scheint es aber wirklich hier gewesen zu sein. Na gut. Dann weiter. Versteckter Keller oder so wäre cool gewesen. Hi. Was? Hätte ich mich ja doch an die Gnade setzen können. Den kleinen, miesen... Okay. Die Rache ist mein. Das wäre die erste Brücke. Okay, da kommen wir darüber. Okay. Auge der Bestie zittert. Okay, dann muss es hier wieder irgendwo so ein Kibea-Seefahrer bzw. eine Todeswurzel geben. Hi! Mit dir habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Oh, er macht ein bisschen Schaden. Hey. Kann ich halt nicht anvisieren, ne? Komm her, komm her, komm her. Ah, ist so ein Mist, wenn man die nicht angesehen kann.
Okay, aber der hat mir gar nichts gebracht. Nicht mal Runen. Da war ein Witz. Da ist er. Der Tibia-Seefahrer. Hi. Kann ich mal Mimik rufen? Komm, Mann, du bist doch down. Helpendes Spitzturm? Und eine Todeswurzel. Nett. Ich glaube, hier ist wieder die zweite, die wir im Inventar haben. Müssen wir mal wieder ausgeben. Helpendes Spitzturm. War das jetzt ein Schwert? Habe ich leider wieder nicht drauf geachtet. Da. Ein Schwert. Ein Großschwert. Stärke, Weisheit. Okay. Magischer Schaden. Boah, sieht aber schon nice aus. Dieses Licht innet der führenden Hand der Gnade, aber angeblich können es nur die sehen, die in einer Schlacht gefallen sind. Ja, ich weiß, ich kann es nicht nutzen, aber zeig mir das mal kurz. Nice. Ach, ich wurde bewertet, danke. Für ein Großschwert ist ganz schön schnell, wa? Was hat denn das für ein Talent? Einzigartiges Talent, fatale Geisterflamme. Schwingt das Schwert, um seine Klinge in Geisterflammen zu hüllen. Diese Geisterflammen ergänzen Angriffe und magische Schäden und ist eisig kalt. Ist cool. Aber leider gehe ich nicht auf Stärke. Schade. Hört sich cool an, sieht cool aus. Will man eine neue Waffe haben. Ich kann die hier schon langsam nicht mehr sehen, auch wenn sie richtig gut ist, aber ich kann sie langsam nicht mehr sehen. Vielleicht was mit gleicher Reichweite, nur ein bisschen schneller und Blutungsschaden. Wäre cool. So, was erwartet mich jetzt hier noch? Das ist auf jeden Fall eine Gnade. Hier kommen wir runter. Hi. Ach, komm. Keine Schlangenpfeile für mich. Schade. Hier konnten wir wieder runter droppen, ne? Quasi als Abkürzung. Dein Ernst. Dieses Pferd, ne? So, wieder da. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Okay.
Na, kommst du nochmal raus? Dein Ernst? Alter. Mistvieh. Gut. Reicht. Alles klar. Dann machen wir aber jetzt hier leider schon wieder Ende. Wir sind jetzt an der letzten Brücke angekommen. Hier müssen wir ja auch noch lang. Da geht es wahrscheinlich runter. Ich markiere mir das hier mal kurz. Wir haben noch eine Einsammarkierung. Wo ist denn die Einsammarkierung? Ja. Ach, da waren wir doch, oder? Waren wir da nicht? Ich meine, da waren wir. Egal. Gut, dann machen wir jetzt hier trotzdem Ende. Wir sind jetzt an der letzten Brücke. Müssen wir hier noch rüber, aber ich glaube, wir machen erstmal die Burg, bevor wir das hier oben machen. Jo. Und dann schauen wir weiter. Werde ich mich kurzfristig dann entscheiden. Haben wieder ein bisschen Überlänge gemacht. Super. Was war das? Okay, ich gehe mal lieber ein Stückchen zurück. Alles klar, damit sage ich wieder. Erstmal heilen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.